Hallo, Bewusstsein. Hallo, ich bin Bewusstsein. Ich bin Bewusstsein, dass sich bewusst ist, dass es Bewusstsein ist. Und nun nehme ich mal an, dass es nur ein Bewusstsein gibt, das ich bin. Das Bewusstsein, das alles ist, das jede Figur spielt und jede Figur Bewusstsein lässt und sich selbst so trickhaft verzaubern kann, dass es von sich selbst glaubt, dass es auf einem bestimmten Level vom Bewusstsein oder einem Bewusstseinsstand hat, einen gewissen Bewusstseinsgrad und von anderen Bewusstseinsträgern, Empfängern, Haltern, Bewusstseinspuppen getrennt wäre. Also, Bewusstsein. Was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist. Doch was Bewusstsein ist, kann Bewusstsein selber herausfinden, was es ist. Ich kann sagen, ich bin bewusst, dass Bewusstsein hier ist. Denn ohne Bewusstsein gäbe es keine Bewusstheit und kein Erkennen, dass Bewusstsein sich seiner selbst bewusst ist. Und ohne Bewusstsein kein Erlebnis von einer Person, die das Bewusstsein manchmal vielleicht möglicherweise annimmt zu sein. Mit der Idee, ich bin eine Bewusstseinsperson, ich bin eine Person, die Bewusstsein hat. Ich habe Bewusstsein. Ich bin Bewusstsein. Bewusstsein hat mich. Alles, was ist, ist Bewusstsein. Ohne Bewusstsein ist alles immer noch. Doch was ist alles? Alles. Wer kann sich alles vorstellen? Ist alles nur eine Vorstellung? Gibt es überhaupt mehr als das, was jetzt hier ist? Das, was das Bewusstsein ist? Das, was das Licht erstrahlen lässt? Das Licht des Gewahrseins, in dem das Bewusstsein von Form und Lebendigkeit erlebbar ist? Wer will's wissen? Das Bewusstsein, das sich selbst befragt und immer nach sich selbst sucht, alles ausprobiert, von Himmel hoch juchzend, von Himmel hoch jauchzend, bis zum Tode betrübt, von derbesten Perversionen und Grausamkeiten bis hin zu den heiligsten, asketischen, liebevollen Liebenden, bis was auch immer. Und dann sieht es vielleicht, alles was geschehen kann und vergehen kann, ist nie wirklich geschehen und passiert. Ein Traum geschieht nicht, ein Traum ist ein Erlebnis, der nicht kommt und nicht geht. Also, wer bin ich vor Bewusstsein? Das will wohl auch keiner wissen. Und es ist auch nicht nötig, weil es ist kein Faktum, kein Gegenstand des Wissens. Es ist das Istheit, die Istheit, das absolute Sein, das nicht wissen braucht, was es ist, um zu sein. Denn es kennt sich selbst nicht einmal, denn es kann sich nie kennen, denn es ist kein irgendwas, was kennbar wäre.